So. Und irgendwo neben dem Haus oder am besten vor dem Haus machen wir jetzt Digging up downstairs. Downward stairs sind J gewesen. So sagen wir hier so nebendran. Oder hier einfach hier. So up and downstairs ist I. So, das dürfte erstmal reichen. Der Hermit hält es nämlich unter Erde aus, unter Tage. So, Designation Mine. Das heißt, wir graben ihm jetzt hier seine Werkkammern, dass wir nicht zu viel an der Oberfläche haben. So. Und dort kommen dann alle Workshops hin erst einmal. Weil ja, an der Oberfläche brauchen wir den Platz eher für Farmen und so. Also eine kleine Tree Farm, wo wir Bäume anpflanzen. Ja, und die Migrants werden jetzt zur Halluzination. Genau das ist, was ich gemeint habe. Ja. Sind nicht alle. Others. Missing. Ja. Mhm. Wir brauchen also schon mal 13 Särge. Wer bist denn du eigentlich? Ach, ein Hawk. Okay. Was liegt hier? Hör mit Bone-Ackerbus. Aha. Du bist nur von dort. Und hier ist auch noch was fallen gelassen worden. Lederquiver. Mhm. Du gräbst hier schön aus, oder? Mhm. Ja, sieht gut aus bis jetzt. Wir haben halt nur einen Hermiten, das Hermiten. Hermit Einsiedler. Wir haben halt nur einen Einsiedler, deswegen geht die Arbeit etwas langsam vonstatten. Aber wie man ja gesehen hat im Noble Screen, kriegt man doch einen imaginären Freund. Und der hilft einem bei Sachen. Ich glaube, ich habe die Animals behalten dürfen, oder? Is rapidly disappearing has been easy for a week. Ah ja. Ah, ist kein Problem. Wie sieht es eigentlich mit unserem Stocks so aus, mit dem Essen und so? Ah, das müssen wir, glaube ich, direkt hier drin gucken. Meat Barrel hat noch ein bisschen Fleisch. Oh, da liegt unsere Holzfäller-Axt. Ja, die Copper Battle Axe rum. Oh, ist schon aufgehoben. Ja. Das heißt, Building Workshop. Den Clay Workshop. Groß G. Den bauen wir hier hin. So, was können wir hier?
Coffin from Clay. Es ist nur die Frage, wie sammle ich nochmal Clay? Das heißt, ich zerlege jetzt mal zum Beispiel den Workshop. Und den Workshop erstmal. Und den Cloth Workshop brauche ich fürs erste auch nicht mehr. Liegt da überall Blut? A Spattering of Blood. Wieso haben wir Combat Reports? The Bulbul Calf is fighting. Mit wem kämpft der Hermit? Reports. Hermit is fighting. Achso, der ist nur eine Halluzination und verschwindet. Okay. Ja, ist okay soweit. Gut, die Tische sind abgebaut. Gucken wir mal kurz in die Workshops. Trading Diary, Barfab, Hermit's Journal, Hausschrein. Oh ja, ein Hausschrein könnten wir auch gebrauchen. Ah, dafür brauchen wir das Granitamulett. Aber nee, ich bräuchte erst einmal eine Excavation Site? Nein. Ich überlege gerade, wie ich an Clay nochmal komme. Ups, das war die falsche Taste. Furnaces? Wood Oven. Clay Oven? Lehmofen. Needs fire safe building material, non-economic item. Ah ja, dafür muss ich erst einmal einen Lehmofen, glaube ich, bauen, dass ich Lehm sammeln kann über den Ofen. Weil hier ein Holzofen brauche ich auch feuerfestes Material. Das heißt, es geht mal eine Etage tiefer, weil hier fängt Stein an. Und hier strecken wir mal unsere Fühler in alle Richtungen aus. So. Achso, ja. Und Designation up downstairs. I. Jo. So. Weil das ist Stein hier. Ja. Und da fallen die ersten Steine für uns ab. Workshops. Wo macht man Tools? Butcher Tanner, Craftsman's Workshop. Eigentlich im Craftsman's Workshop müsste man Tools herstellen. Können. Rock. Wheelbarrow, Mortar, Illuminations. Ja, um Sachen zu erhellen. Nein, ich brauche jetzt erst einmal einen Clayofen. Ist jetzt Herbst geworden. Ich weiß es nicht. Bidding, nicht Workshops, sondern Ofens, Furnaces, E, Fireplace, Fire Pit, ein, was ist das jetzt für eine Musik, Clayofen, genau. Was zur Hölle ist das für ein Lied? Ja,
Okay, der Mottbacher hatte Kreativität. Das ist das erste Mal, dass ich das Sommerlied höre. Okay, unser Einsiedler schläft in seinem Bett. Sehr gut. Ich hoffe mal, du bist nicht verwundet, aber du wurdest ja nicht angegriffen. Und wir haben seit einer Woche unseren Falken verloren, hä? Was wir auch auf jeden Fall bräuchten, fällt auch unter Workshops eigentlich. Workshops? Natural Schwein sollten wir auch langsam mal aufstellen. Am besten direkt vor unser Haus. So. Dass wir dort ab und zu mal beten können und Tiere anlocken, die sich uns anschließen. So. Ach so, du buddelst hier unten noch frei. Fertig. Mann, das wird auch wieder so ein Vermerk geben bei YouTube. Wieder ein Combat Report. Dog is fighting. S-Viper is fighting. Achso, das ist der Falke gewesen. Was macht er jetzt? Er gräbt wieder, okay. Und jetzt baut er ein Gebäude. Welches Gebäude? Den Natural Schwein. Ah, da ist unser Natural Schwein. Recruit right animals. Release an enemy into us bird for news. Summon a bird. Dann kommunizieren wir einmal mit der Natur. Oh, er baut den Clay-Ofen. Weil wir müssen dringend jetzt gucken, dass wir die Coffins besorgen. Collect Clay Dirt. So. Nee, das machen wir jetzt immer nicht repeat, sondern wir lassen sie ihn einfach 10-mal machen. So. Oh, ich brauche auch eine Collection Zone. Oh, und er fühlt sich mit der Natur im Einklang. Also lassen wir ihn mal 5-mal mit der Natur noch kommunizieren. Und dann überlegen wir uns, wo wir Leben sammeln sollten. Weil ich will nicht gerade in meinem Ding hier Leben sammeln, weil ich Angst habe, dass das Leben weggeht, was realistisch sein dürfte. Weißt du was? Sammel doch einfach hier drin, wo nachher die Särge reinkommen, Leben. Genau, C ist eine Sammelzone. Und er wird... Ja, er fühlt sich super mit der Natur. Gut. So. Das heißt, er betet jetzt ein paar, redet jetzt ein paar Mal mit der Natur. In der Hoffnung, dass die Zahl hier hinten steigt. Und wenn ich dann versuche, da mal einen Vogel nach was Neuem zu fragen. Und es regnet. Gut, haben wir noch Sommer eigentlich. Jetzt ist da was. Gut.